Das wird jetzt ein kurzes Video. Ich habe mir letztes Jahr im Jahr 2020 einen Nokia 7.2 gekauft. Hauptgrund war, dass Android One unterstützt wird. Leider hat sich herausgestellt, dass das Handy ziemlich viele Macken hat. Ich will jetzt in diesem Video nur die Hauptmacke zeigen, die auch in vielen Foren nachzulesen ist. Und zwar gibt es einen Memory-Effekt im Bildschirm. Früher hat man da einbrennen gesagt bei alten Röhrenmonitoren und du siehst jetzt ja schon während des Videos, wie das aussieht. Hat man eine App für ein paar Minuten offen, brennt sich diese in den Bildschirm ein und ist dann bei anderen Apps wiederum zu sehen. Wann genau der Effekt schlimmer und weniger schlimm ist, konnte ich nicht rausfinden. Es gibt immer wieder so Tipps, so dieses Pure Display abzuschalten und wieder anzuschalten, aber das hat bei mir nichts gebracht. Die Reparaturversuche von Nokia sind wohl auch recht hilflos, da wird maximal mal das Panel ausgetauscht und nach einigen Monaten tritt das Problem wieder auf. Ich werde jetzt mal damit schauen, was ich machen kann. Ich habe ein Pixel 4a jetzt gekauft, damit habe ich erstmal ein funktionierendes Smartphone und das Gerät muss ich jetzt halt einschicken und ja, mal gucken, was Amazon oder Nokia sich da einfallen lassen. In die Videobeschreibung packe ich mal den Link zum Nokia-Forum, da gibt es einige Nutzer, die sich über dieses Problem beschweren. Und wer dort recherchiert, kann auch Nutzer entdecken, die dieses Problem bei anderen Nokia-Smartphones festgestellt haben. Das ist für ein 300-Euro-Smartphone im Jahr 2020 oder 2019 kam es, glaube ich, raus, ein absolutes No-Go. Von daher kann ich euch Stand jetzt nur von Nokia abraten. Ich hätte mich gefreut, wenn wir in Europa wieder mal ein bisschen Smartphone-Entwicklung gehabt hätten und vor allem die Ansätze mit Android One waren ja richtig und gut. Aber wenn ich glaube, dass ich bei der Hardware so arg sparen kann, tja, das ist dann glaube ich nicht sehr verkaufsförderlich, wie dieses Video hoffentlich auch bewirkt. Also keine Nokia-Smartphones kaufen aktuell oder vorher mal nachlesen, ob die von diesem Effekt betroffen sind und auch immer vorsichtig sein, der tritt oft nach mehreren Monaten erst auf.